Ach ja, was soll ich sagen? Ich war 12 Jahre alt. Meine erste Schallplatte, die ich je gehört habe, war Louis Armstrong 20 Golden Hits. Und kurz danach kamen dann 20 Golden Hits von Glenn Miller. Und dann fing ich an, Radio zu hören, wie ein Besessener. WDR 2 damals, die ganzen Jazz-Sendungen. Und dann kam irgendwann eine 2-stündige Sendung über das Carnegie Hall-Konzert Benny Goodman 1938. Und da war ich nicht mehr zu halten. Swing war meine Musik. Und dann habe ich die ganzen Autobiografien gelesen, die Anekdoten gelesen, die Geschichten gelesen, das Jazzpodium auf und runter gelesen. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich all das zusammenbringen kann, euch diese Geschichten erzählen kann, mit diesen Musikern da drüben. Die werden dazu spielen, die Swingmusik aus den guten alten Tagen. Ein bisschen moderne Fassung, ein bisschen alte Fassung. Mal sehen, wir schauen. Und bis dahin proben wir jetzt noch ein bisschen. Bis dann, 14.02. im Bix. Tschüss.